Ja, moin Leute, was geht? Garn wieder hier am Start. Wir spielen heute Ghost Recon Wildlands. Mit dabei ist mein Buddy Jones. Ja, moin. Und wir spielen die Open Beta. In der Closed Beta haben wir ja schon mal dieses kleine Stückchen hier durchgezockt. Itachua oder was weiß ich, wie das auch genannt wird, ne? Das haben wir jetzt mal ganz schnell in der Open hier auch mal schnell durchgehauen. Denn die Open hat was Neues und zwar hier links. Montuyochi Talatochi Bavrachi, wie auch diesen Scheiß auch immer da genannt wird. Diesen kleinen unbekannten Auftrag bzw. das unbekannte Gebiet, das machen wir jetzt in der Open Beta und euch wünsche ich dabei viel Spaß. Los geht's. Und Abfahrt. Bam, 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 bam. Ja, geflogen wird mit einem schwarzen Helikopter. Ha, ha, ha. Achtung, sterben wir jetzt. Quatsch. Auf jeden Fall gehen die FPS extrem hoch. Scheint wohl so eine Wüstenlandschaft zu sein, ne? Ja. Doch relativ karg hier. Ja. Vielleicht haben wir das Hauptausbildungslager. Okay, geht klar. Unglaublich, reißen wir den Laden in Stücke. Ich glaube, uns fehlt die Hardware. Hab ich gar nicht so ein bisschen Bock drauf. Nicht nötig, wir müssen nur den Ausbilder treffen. Geht dem Anflug. Wo kamen denn die her? Wo kamen die her? Ey, Mann. Alles gut bei dir? Da kommt ein Kampffeli, glaube ich. Kann das sein? Fliegen sie tief. Oh, okay. Jo. Kommt der eine Rakete? Nee. Ja, komm, nichts. Das ist ein Lügenwolde. Wir müssen. Oh, jetzt kommt einer. Du musst bis nach links. Das ist zurück ins Operationsgebiet. Ah. Wir müssten das erste Ding durchtracken. Der ist ein Informationslager. Da können wir ein bisschen ausquetschen. Mann, Rakete im Anflug. Wo? Alter, die kommt echt! Von wo kommen denn die? Ach du Scheiße, wir gehen hier sowas von down. Was schießt denn hier wie ein Verrückter auf uns? Hallo, Polizei? Weiß ich nicht. Geil. So. Okay, also Heli-Fliegen ist hier nichts angesagt. Wie sind die da jetzt auf uns? Weiß ich nicht, ich weiß nicht. Das sind unsere, das sind grüne. Komm, Sammelpunkt. Aber hier können wir nichts anfangen, ne? Kannst eigentlich direkt weiterziehen. Wohin? Zu den Fragezeichen? Warte mal, ich sag mal wo. Wir müssten. Ja, zu den Fragezeichen, hey, oder? Es sind tausend um uns rum. Komm hier, ich hab's markiert. Das sind unsere Leute, was. Ey, will er jetzt mit oder was? Ah, jetzt sehe ich das Ausrufezeichen auch. Oh fuck, das ist ein Helikopter. Nein, nein, das sind alles gute. Das sind liebe Leute, die. Nein! Der ist nicht gut. Der Lila da vorne, meinst du? Macht uns sowas von weg, wenn wir da zu nah rangehen. Was ist das denn da? Der macht uns 100 pro weg. Der ist nicht weg, das ist ein Bulle, den wir nicht angelockt haben. Das ist doch alles gut, der macht nur seinen... Schießt der nicht einfach auf uns? Nein, nein, das ist... Okay. Das ist wie bei GTA, schießt ein Bulle. Das... Oh, boah, wer hat die Mauer da hingestellt? Wo kam die Mauer? Boah, da ist ein Panzer, Digga. Lol, aber echt. Hast du Bock auf den? Später ja, den bräuchten wir dann, glaube ich, weil mit dem Heli kommen wir hier. Ah, Heli ist okay. Stimmt, ne? Dafür, dass hier keine Bäume sind, brennen wir ganz schön. Hey, seht ihr das? Sieht aus wie ein Trainingscamp des Kartells. Laut Bowman landen hier alle neuen Rekruten. Santa Blanca wirbt Ex-Militärs als Ausbilder an. Ich hätte gerne eine Helikopter. Rakete, ja, Rakete. Du. Alter, das muss so eine Scheiße. Wenn ihr Arbeit für einen Drogenkartell als möglichen Karriereschritt sieht. Ja. Ziemlich viel. Bowman, hier noch. Wir sind jetzt in Monte York. Was haben Sie für uns? So, erstmal die Drohne raus. Wir haben Alarm ausgelöst. Ich merk's. Das ist Stealth halt. Ach, du bist schon dort, oder was? Ja, ja, das ist Stealth. Ja? Dann komme ich auch. Der Ausbilder soll ein Ex-US-Soldat. Wieso werde ich von hinten markiert? Bist du im Helikopter? Nein. Aua, 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 ich denke, das ist safe! Ich bin tot. Naja, quasi safe. Quasi safe, der Heli schießt auf uns. Vielleicht war das ein Versehen. Ja, glaube ich weniger.
Oh, es sind zwei Jedis. Vorsicht, da ist wo kommt der her? Da kommt ein Heli, da ist ein Heli, da ist ein Heli, da ist ein Heli, da ist ein Heli. Das sind zwei. Oh mein Gott, der fängt gleich an zu schießen, der fängt gleich an zu schießen, der fängt gleich an zu schießen, der fängt gleich an. Ich geh ins Haus rein. Alter, fuck. Ich komm. Kein Haus in der Nähe. Rechts, rechts! Achso, sorry. Ja, trotzdem rechts. Ein Satz mit X? Ja, das war nur Probe. Das, ja, war am Spiel. Das zählt noch gar nicht. Also am besten, wir spielen hier ein bisschen mehr. Oder versuchen mehr Stealth hier zu sein. Ah, Mörser, das ist ein guter Tipp. Sagte ich ja, Stealth. Wow. Weil das der es nicht sieht, ne, das ist ja auch ein Scherz. Egal. Bin wieder da. Sorry für die Unterbrechung. Kein Thema. Da drüben, ja. Sie müssen Informationen über das Ausbildungsprogramm beschaffen. Und ah, die Drohne wird gestört. Verstanden, Bormann. Also doch, ne, gemacht. Ich hab nichts gemacht. Was willst du wissen? Neuer Einsatz! Diesen Heli, den, diesen verdammten, blöden Heli. Oh, fuck, ich krieg jetzt. Nee, das ist nichts. Okay. Ah, ich glaube, Stealth hat sich schon wieder erledigt. Ja, du, da ist so ein kleines Alarmchen losgegangen. Und da wird gleich auch der Heli kommen. Mann, ich komme hier nicht mal rein. Hier geht's nicht rein. Zurück, Kommando zurück. So. Tango ist tot. Ja, hier geht's rein. Ich werd hier markiert. Passt denn? Ja, ja. Hier rechts irgendwo muss einer sein. Oh. Scheiße, der ist eine Minigun! Ja, ja, Minigun hab ich in Sicht. Oh mein Gott, ich krieg nicht da. Ja. Ich komm nicht durchs Schild durch. Ich werf mir nicht dahin. Hier ist auch im Ansatz. Granate fliegt. Eieiei, das wird nervig. Getroffen. Er hat's echt überlebt. Noch ein. Oh nein! Oh mein, oh Mann, was denn nicht? Er hat die Granate abgekriegt. Aber ich hab ihn getötet, glaube ich, mit der Granate. Ich komm jetzt. Oder auch nicht. Zwar scheiße, Bill. Oh. Oh, hier ist Cover ohne Ende. Ich muss nur den einen töten, der da die Straße hochläuft. Er dreht sich um. Komm einfach rüber. Hoppen. Komm. Ist die Minigun überhaupt down? Boah, die Nate war krass. Ja, ja, die ist down, die ist down. Also die steht. Nein, ist nicht down, ist nicht down. Die steht. Wie? Oh. Oder ist neu besetzt. Neu besetzt dann. Die war vor kurzem noch. Ich geh hinten ran. Ich bleib mir. Wa, wa, wa. Er ist getroffen. Wa, 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 wa. Ich sterbe so sehr. Ich sterb. Ich hab ihn. Ich weiß, dankeschön. Wow. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Oh Mann, das wird hier aber schwer, ne? Ausbilder getroffen. Gut gemacht. Was kannst du dieser Ratte da hingehen? Wo? Achso, da ist hier ein Computer. Hacken. Mann, hack mal. Ich nehme mal schon mal die Nachschubs-Infos entdeckt. Ja, nice! Sehr schön. Nagelene Einsatz, wo ist denn das? Boah. Da haben wir auch gleich diese Dinger. Santa Blancas das ausländische Militärausbilder. Da müssen wir hin. Außerhalb von Montejocs Hauptausbildungslager. Töten Sie sie und die Ausbildung kommt. Obwohl, hier ist noch so ein Fass zum Einsammeln. Ach, das ist mir egal. Ah, ich find's nicht, scheiß drauf. Komm. Sauber. Wie komm ich denn zu dem Heli? Wieso Heli? Wir haben 300 Meter, lauf. Komm. Oh, oh, von hier kann man voll ganz snipen. Kannst snipen? Ja. Mann, die Drohne wird gestört. Oh Mann. Ja. Wäre ich doch da lang gelaufen, okay. Man sollte die Straße nehmen. Mann, der. Ja? Ja? Der Land ist losgegangen. Wieso? Weiß ich nicht. Ich sehe eine montierte Waffe.
Ich fahre. Ich glaube, das ist sowieso unvermeidlich. Da ist ein Panzer. Echt das? Ja. Ich komme hier nicht durch irgendwie. MTW. Kletter doch, du Trottel. Alter, ist ja geistig gestört. Wo bist du? Was denn hier? Ah, jetzt. Ich bin außerhalb irgendwo. Komm her. Ich komm nicht rein. Ups. Oh, hast du einen Panzer? Ja, aber ich kann nicht schießen. Ich brauch einen, der halt immer schießt. Oh, das Ding fährt sich wie Scheiße. So, jetzt. Steck mal. Wo geht's denn hier rein? Steck einfach irgendwo eh. Schütze. Ja. Bist du als Schütze? Ich glaub nicht. Kann ich den Sitz wechseln? Nein. Warte. Schütze war hier vorne irgendwo. Jetzt bin ich im Geschütz. Ja, dann fahr ich. Nee, ich bin schon Vater. Steck ein, komm. Ah, jetzt bin ich Schütze, ja. Lass mich mal erstmal den Turm hier kaputt machen. Ich bin drüber hin. Warte. Kommst du dran? Wer hat denn die Taschenlampe angemacht? Ich hab die ausgemacht. Kommst du aber? Ich fahr da jetzt rein. Naja, klar. Das Ding ist, der schießt nicht mal an, der da irgendwo schürzt. Wir müssen da irgendwie durch die Wand durch. Durch welche? Rechts neben uns die auch wieder. Zwei Stück. Was ist dann das für ein Panzer? Kann sein, dass du ohne Fenster fährst. Weiß ich nicht. Ja, du, ich glaube, wir können da gar nicht reinfahren, richtig, oder? Wir gehen jetzt mal von hier. Ey, eine Kurvenlage. Scheiße, auf den Panzer, Mann. Ja, ich will jetzt... Der ist in der Minigun wieder. Ja, das Ding ist hier zu. Ja, man muss aussteigen. Oh, Stefan ist online. Wie kommen wir denn da hoch? Oder da rein? Muss irgendwo einen Weg geben? Nein, das ist bestimmt nicht. Muss man einen Spaziergang machen, komm. Hier ist offen, komm. Was schießt hier jetzt? Naja, mit? Ganz optimal ist das jetzt nicht, aber. Was war das gerade? Weiß ich nicht. Questor, ja, ich geh mal hoch. AK-47. Die Sicarios werden sie vermissen. Ja. Na, also. Stefan spielt auch jetzt hier, cool. Ich gehe an den Computer und hack uns die anderen Sachen, ja? Ja. Das war der letzte Ausbilder. Ich bin ein bisschen Deckung. Soll das wirklich das Kartell bremsen? Aber absolut. Wenn sich das hier rumspricht, wird es für El Muro verdammt schwer, neue Ausbilder zu finden. Und wenn die Truppe nicht zuhört, kommen wir so lange wieder, bis sie es kapiert. Keine Infos. Hier ist aber noch irgendwo was. An der Kaska. Da. Ob Santa Maria viele von denen verleiht? Nur 40. Welche von denen, die wir haben? AK 47. Wir haben doch zwei. Ganz normal, ey. Hab ich gerade von den Soldaten auf. Achso. Geh mal da oben hin. Die ist nicht so. Ist das unser Heli? Weiß ich nicht. Warst du da ganz oben schon? Da oben sind Punkte. Ja, war ich schon. Okay. Ganz schön durcheinander hier, oder? Ah, hier ist doch ein Heli. Ah, wow. Ist das ein fettes Schiff? Jetzt sind wir doch schon die ganze Zeit geflogen. Aber der hat auf jeden Fall Waffen. Und hier ist doch. Wollte schon sagen, hier ist einer, Mann. Oh, G36. Echt? Ja, ja, nice. Warte, oh, ich werd markiert. Checkt mal noch die Lage, ob hier irgendwas ist. Wo ist der hin? Mann. Wo ist der hin? Das ist hier durch. Gut gemacht. Ich hab den Matchup gegeben, da ist er durchgefahren. Okay. Also in einer andere Dimension geballert. Okay. So.
Ich check mal hier durch, ob hier irgendwas gibt. Aber hier doch, hier ist noch eine Waffe, die holen wir uns. Hab sie markiert. Doch, hier Munition, wo ist das? Wo rechts neben dir? Ja, das Ding ist, die Kiste auf der Map markiert ist nicht gleich Kiste gefunden. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Ach, hier ist diese Raketenabwehrstation. Echt jetzt? Kann man das Teil irgendwie schrotten, also? Warte mal. Also, da oben ist eine Minigun. Mal gucken, was hier so geht. Hab indirektes Feuer angefordert. Ja, man kann's blätten. Das ist ein Luftabwehrsystem. Gehört? Ja. Das ist schon down. Es ist schon down. Komm. Aber wieso ist das da noch markiert? Oh, weiß ich nicht. Kaputt ist es. Ah, da ist noch mehr, oder? Oh. Ach, du musst das Radar dazu noch kaputt machen. Ja, aber der ist immer noch markiert. Jetzt immer noch. Vielleicht musst du ja auch den Grill noch kaputt machen hier. Nee. Da ist eine neue Waffe. Für uns. Ja. Weiß ich nicht. Hast du die schon? Nee. Und wir haben ein Scharfschützengewehr, eine HTE. Kenn ich nicht. Ich auch nicht, deswegen habe ich auch HTE gesagt, weil wahrscheinlich heißt das Ding anders. Ist das jetzt hier ein Trick von uns? Repariert der das oder was? Was ist denn das? Boah, die sieht krank aus. Also schauen wir uns nochmal an. Die erinnert mich ein bisschen an die Lynx. Ja. Extrem sogar. Oh ja, fuck, das ist sie sogar. Uiuiuiui. Kann man da machen? Auf jeden Fall ein Skin drauf machen. Hallo? Visier. Teile. Visier. Ja, für einen Schuss mal erziehen ist auf. Das ist die Links. Ist es das? Ja. Also ja, die Arme. Vom Sound her und so, ne? Ja. Ja, auch von hier. Vom Iron Sight und allem. Magazingröße, das passt genau. Ja. Dann haben wir ja mal das kleine Ding hier fertig. Was zum Teufel ist hier mit diesem Radar los? Warte mal, hier ist noch so ein Zettelchen, den hole ich noch. Ah, hier, Messer. Ich mach ein Messer. Hab ich schon. Ich hab's doch schon. Deswegen ist doch das Radar, also das Teil da kaputt. Ich hol noch hier das da. Oh, fertig, fängt schon an. Ja. Ja, jetzt ist es kaputt. Ja, merkwürdig. Sieht aber immer noch ganz aus. Schlimm genug, dass diese Kartellbisse eine militärische Ausbildung haben. Das ist ein halber Meter. Jetzt bekommen sie auch noch die Hardware. Maschinengewehre, Granatwerfer, Raketenwerfer. Wenn es eine Armee im Programm hat, dann kommen die auch dran. Russland verkauft jeden Scheiß, wenn die Kohle stimmt. Waffenhandel ist eine olympische Disziplin. Nicht nur die Russen. Die USA haben in den 80ern jede Menge Waffen in Südamerika verteilt. Viele davon wurden gestohlen oder toten Soldaten abgenommen. Warte nur ab. Irgendwann sind wir im Einsatz. Und diese Kartellpisser kommen mit einem Panzer auf uns zugerollt. Was wollen wir dann tun? Was wir mit allen schicken können, die hier tun? Wir klauen sie. Krass, ob es ausgeschoren wird. Ja. So. Würde mal sagen, das langt für die erste Mission. Und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao.